Hallo meine lieben Freizeitstrategen und Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Phoenix Point. Ja, es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier wieder aufgenommen habe, aber ich weiß, dass ich da runter will. Das Problem ist bloß, ich darf da nicht direkt hinfliegen, wie ihr seht. Irgendein Haven wurde destroyed, okay, keine Ahnung warum. Ich weiß auf jeden Fall im Moment, dass hier der Kollege hier gerade eben noch einen Armadillo darunter führt und ich glaube, wir wollten den Soldaten da abholen. Und wir gehen jetzt weiter Richtung Antarktis. Denn ich muss da unten jetzt hier scannen. Kann ich auch gleich mal gucken, was sie jetzt hier alle hier so in der Gegend haben. Gebiet scannen. Starten. Zufluchtinfo. Ah, hier kann ich Sachen einkaufen. Machen wir doch glatt mal. Kann ich da irgendwie auch mit Shift arbeiten und mit Steuerung? Nee, geht alles nicht. Na gut, dann haben wir die schon mal leer gekauft. Gehen hier weiter. Shelly, Triumph der Natur. Die Synedrin zufluchtet Shelly ist in Aufruhr wegen eines Buches. Die Herrschaft der Natur ist ein neuphilosophischer Roman von Yevgenia Liu, der vom Kampf der Menschheit gegen Hierarchien handelt und mit dem Gedanken schließt, dass die Natur selbst eine ultimative Hierarchie ist, die überwunden werden muss, um dem Menschen seine Freiheit zu garantieren. Einige Kritiker werfen dem Buch vor, die menschliche Vorherrschaft zu propagieren. Eine Idee, die die Autorin nicht im geringsten problematisch empfindet, bezeichnet sie sich doch selbst gerne als menschliche Rassistin. Was? Moment, das muss ich mal kurz mal durchlesen. Dann können wir in dem Buch die menschliche Vorherrschaft zu propagieren. Menschliche Rassisten. Also gut, sie ist der Meinung, Menschheit über alles. Ja, kommst ein bisschen spät, oder? Ich meine, ist eh schon passiert. In einer demokratischen Gesellschaft wie Synedrin können solche Debatten einen echten Einfluss auf die künftige Politik haben, insbesondere in der gegenwärtigen Situation. Lautet das ultimative Ziel, im Einklang mit der Natur zu leben, oder ist es die Lossagung von der Natur? Die Antwort auf diese Frage bestimmt nicht nur Synedrions Umgang mit dem Pandora-Virus, sondern auch, was passiert, wenn die Menschheit jemals wieder die Kontrolle über diesen Planeten übernehmen sollte. Für den Moment ist es nur eine Diskussion über ein Buch, aber die Bürger von Shelley würden gerne wissen, wo das Phoenix Project steht. Hä? Die Lossagung von der Natur ist wesentlich für eine Zivilisation. Nee, das ist absoluter Unsinn. Denn eine Zivilisation ist quasi immer auch mit Teil der Natur und orientiert sich an der Natur sowohl, ja, also hauptsächlich technologisch natürlich, aber damit halt auch letzten Endes indirekt auch im Alltag. Und sobald du halt letzten Endes auch irgendwie, ja, feststellst, dass du halt, ja, Luft brauchst zum Atmen, Wasser eventuell, ist sozusagen natürlich die Natur immer ein wichtiger Bestandteil. Deswegen können wir das ja nicht sagen. Also die Natur bleibt für jegliche Zivilisation immer ein wichtiger Bestandteil, selbst wenn du sie in Bahnen lenkst, aber du wirst sie niemals loswerden. Eine gesunde Zivilisation hätte eine ausgewogene Beziehung zu natürlichen Systemen, das ist momentan noch eine bessere Antwort. Die einzige Lösung ist, dass sich die Menschheit selbst verändert. Kein Kommentar. Nee, ich würde einfach sagen, also eine gute Symbiose zwischen Zivilisation und Natur ist eigentlich der Idealzustand. Das Phoenix-Projekt weiß, dass der Konflikt der Menschheit mit und die Zerstörung der natürlichen Welt keine Frage von Ursünde ist, sondern eine Folge der Hierarchien, die die menschliche Entwicklung verzerrt haben. Wenn diese aufgelöst werden, wenn die Menschen wirklich gleich sind, erst dann werden sie in der Lage sein, mit der Natur in einer Weise zusammenzuleben, die gesünder und nachhaltiger ist. Kann man durchaus so sehen, kann man durchaus so sehen. So, was gibt's denn hier? Hier kann ich Nahrung kaufen, das ist aber nicht das, was ich will. Okay, gehen wir mal hier weiter. Was? Ich möchte, dass du dich dahin bewegst. Ah, du bist angekommen. Jetzt schaue ich mal gerade immer hier bei Personal. Ist da irgendeiner? Ah, dich kann ich hier einpacken. Dich kann ich nicht einpacken. Okay, du bist bei Manticore 2. Ah. Okay, also jetzt ist Lear da drin. Okay, die anderen sind da drüben. Das heißt, dich kann ich jetzt da hochschicken, um dich hier auch zum Training zu bewegen. Was denn das Wort ist, bewegen? Und jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier rein. Ja doch, ich kann ja tatsächlich handeln. Jetzt. Ich sehe gar nicht, was ich da mache. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Uiuiui. Ja, das Gute ist, es hört von alleine auf. Okay, gucken wir mal weiter. Mhm, Zufluchtsinfo. Nee, das will ich hier nicht so handeln. Und hier kann ich eigentlich auch nochmal irgendwo scannen.
Das juckt mich ganz schön, Lager von John Brown. Im Lager John Brown gibt es Dutzende schwer verletzter Menschen, denen alle großflächig Hautpartien fehlen. Wir waren am Bohren, erzählt einer der verletzten Ingenieure unseren Soldaten. Wir hatten einen eingeschlossenen Wasserschicht entdeckt und hofften auf unbelastetes Wasser. Schien alles ganz sicher zu sein. Aber dann kam da etwas raus. Seltsam rosafarbene Tentakel, die wild um sich schlugen, als würde man mit blutigem Sandpapier ausgepeitscht werden. Was? Mit blutigem Sandpapier? Hä? Ich glaube, das ist einfach nur falsch übersetzt. Das sollte, glaube ich, bloody heißen, ne? Also mit verfluchtem oder verdammtem Sandpapier. Hat einem sofort die Haut vom Leib gerissen. Der Einsturz hat uns ironischerweise gerettet. Die dafür verantwortliche Kreatur wurde festgesetzt, aber die Ärzte vor Ort haben Schwierigkeiten damit, ausreichend synthetische Hauttransplantate herzustellen, um die Verletzung zu versorgen. Ich kann ihnen auf jeden Fall ein medizinisches Gerät überlassen. Ich gebe ihnen, ja, ich habe genug, ich gebe ihnen eine Menge davon. Die Ärzte sind überwältigt. Einer von ihnen umarmt sogar einen unserer Soldaten. Mit dieser zusätzlichen Ausrüstung wird es möglich sein, jedem zu helfen, aber es vor unserer Freigiebigkeit, als er von unserer Freigiebigkeit hört, besteht der verletzte Ingenieur, mit dem unsere Soldaten gesprochen haben, darauf, ihnen ein wenig Sprengstoff zu überlassen. Zeit denen, ihr hässliches Fell über die Ohren zu ziehen, lacht er. Augenrollend verpassen die Ärzte ihm eine Beruhigungsspritze. Ingenieure. Okay, die Haltung hat sich verbessert, Synedrions Haltung hat sich verbessert. Ich habe eine Arachni-SP und nochmal 3 Packs bekommen. Oh, das ist nett von ihnen. So, ich gehe mal da oben hin. Kann ich auch nochmal kurz mal... Ein New Jericho Haven. Ja, New Jericho ist mir egal. So, das kann ich hier nämlich nochmal scannen und gucken, was die hier haben. Die wollen nur Nahrung verkaufen. Okay, das heißt, du gehst jetzt noch dahin. Oder ich dahin fliegen. Halt, stopp, dann kannst du auch gleich da bleiben. Enus sind under attack. Ja komm, ich handle das hier gleich mal wieder rein. So, Nahrung haben wir wahrlich genug. Bewegen wir uns noch dahin. Hier muss ja auch irgendwie eine Pandoraner-Zelle sein, in irgendeiner Art. Hier geht nichts, da kann ich nur einen, was ist das, einen Infiltrator mir holen. Übrigens, by the way, ne, es gibt natürlich neue unter euch, die gerne mit ins Team wollen. Das mache ich zwischen dieser und der nächsten Folge. Ich habe es bloß vergessen, jetzt gerade eben am Anfang das gleich zu machen. So, angekommen, sehr gut. Gut, das heißt, ich kann jetzt hier das Personal hier, die noch nicht assigned sind, jetzt hier auf jeden Fall schon mal hier auf die Tiamat setzen. Auch auf die Tiamat. Und auf die Tiamat. Und damit haben wir hier tatsächlich ein Team voll. Väterchen Nörgel ist ja auch schon drin, stimmt. Der ist jetzt auch schon drin. Jetzt gucken wir einfach mal, was die Teams jetzt hier noch leveln können. Training. Ja, Väterchen Nörgel hat ja dooferweise geschrieben, jetzt leider relativ spät, er möchte kein Berserker sein. Ist jetzt halt leider passiert, ne? Weil ursprünglich, also war ja nur Mutant. Und für mich sind Mutanten quasi einfach alle Anus gewesen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich denke, knappes Ausweichen ist wichtig für diese Charakterklasse. Und auch Rüstungsbruch ist nie ein Fehler. Vor allem, weil es... Entschuldigung. Ziemlich jede Art von Rüstungsbruch betrifft. Mehr Schaden und weniger Genauigkeit finde ich eigentlich eine gute Sache. Und dann kommen natürlich jetzt hier noch Willenskraftpunkte rein. Noch ein bisschen Geschwindigkeit rein. Noch ein bisschen Stärke rein. Und das soll es jetzt eigentlich auch schon mal gewesen sein. Das Problem ist halt, dass Fertigen Nörgel auf jeden Fall noch irgendwann mal mutieren muss. Aber dafür fehlen uns einfach momentan noch die Genetic Components. Die müssen wir erstmal noch herbekommen. Brother Ronan. Brother Ronan ist was nochmal? Ach, der ist ja so ein Priester, genau. Ja, Panik verursachen. Noch mehr davon. Ausrüstung, was ist das denn nochmal? Ein Unterwerfer. Das ist ja, glaube ich, sogar die richtige Waffe, ein Scharfschützengewehr. Mhm. Ja, das ist die Munition hier. Kann man ihm sogar jetzt schon anziehen. Das Problem ist bloß... Helmtechnisch ist es schwierig. Gut, auch du musst noch ein bisschen mutieren. Dann haben wir noch SG 116, hat ein Level-Up, wie ich gerade eben sehe.
Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, eine Zweitklasse wäre drin. Bin ich mir überlegen, ob ich ihm eine Zweitklasse geben will. Und die Frage ist, welche das wäre. Ausbildung, schwere Waffen, Rüstung, Anlage, massiven Schaden, Vorauswahl, Sturmtraining, Berserkertraining, nein, Priestertraining, Technikertraining. Ich guck mal, was du sonst noch so hast. Da kommt auf jeden Fall erhöht die Fähigkeit mit schweren Waffen. Mit 30% Schadensbonus und minus 10% Wahrnehmung. Wäre halt auch mal interessant, so eine Mischung aus Scharfschütze und Heavy zu kreieren, aber ich glaube, da. Das beißt sich irgendwie von der Ausrüstung her. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Mischung aus Infiltrator und Co. die beste ist, weil man dadurch automatisch sieht, ob man getarnt ist. Ich finde das eigentlich immer noch die allerbeste Konstellation. Bin immer noch so ein bisschen am Nachdenken und hin und her gerissen. Ja, wir müssen ja nicht sofort. Wir können die Punkte ja auch erstmal einfach wirklich hier in ja, solche Sachen reinsetzen. 15 Willenskraft ist auch nicht schlecht. Ganz im Ernst, nehme ich lieben gerne mit. Hat sonst noch jemand ein Level up? Ja, hier tatsächlich Papa Vader. Training. Oh, bei Papa Vader. Stimmt, da war ja hier dieses Virusschaden. Oh, das machen wir, Leute. Ich hab Bock drauf. Ich werde auch gleich sehen, warum. Was kann ich denn nochmal? Adrenalinschub. Oh, ich möchte wissen, ob diese Fähigkeit auch auf andere Fähigkeiten, also nicht nur auf die Nahkampffähigkeiten geht, sondern auf alle erdenklichen Fähigkeiten. Und ich nehme jetzt absichtlich das Deceptor-MG, weil das Ding schießt mehrere Geschosse. Jetzt müssen wir diese Dinger nur dazu bringen, dass sie treffen. Wenn jedes davon tatsächlich ein Virus verursacht, dann möchte ich keine Skylar sein. Wir werden es zumindest ausprobieren. Mal schauen, ob das hinhaut. Okay, ja. Team ist auf jeden Fall jetzt hier geheilt. Was ist denn da noch? Julio Montega. Das ist eigentlich nichts mit Munition. Maruk. Da ist noch was mit Munition. Lierend auch noch. So, okay, jetzt haben wir tatsächlich Team 3. Die müssen jetzt halt alle hier erstmal. Also, wir haben jetzt Team Alpha, Beta und Delta. Und ja, ich weiß, Gamma kommt eigentlich vor Delta. Aber Gamma nehme ich nicht. Gamma sieht aus, als ob irgendwie eine 8 mit diesem komischen Unzeichen Unzucht getrieben hätte. Und das will ich nicht in meinem Team haben. Definitiv nicht. Deswegen überspringen wir Gamma. Mochte ich auch in der Schule und der Uni nie. So, gucken wir mal da rein. Holen uns hier nochmal ein bisschen was davon. Und warte mal, waren die Anus da nicht angegriffen worden? Die Anus sind hier angegriffen worden. Moment. Ich könnte einen Teil von Team Beta zusammen mit dem Dingens da einsetzen. Lasst uns das nochmal überdenken. Ich bringe euch jetzt alle mal hier ins Phönixlager 1 rein. Und dann stelle ich jetzt hier nämlich ein Team aus Team Beta zusammen. Ja, genau. Ihr müsst sowieso da bleiben und trainieren. Genau, und jetzt gucke ich mal, nämlich jetzt Krabbers auf jeden Fall in den Tiamat. Bierend auf jeden Fall in den Tiamat. Papa Vader wollten wir ausprobieren, auf jeden Fall in den Tiamat. Überlege ich mir, überlege ich mir, überlege. Okay, Stufe 6, also auf jeden Fall Loki mit rein. Tiamat nehme ich auf jeden Fall auch mit. Und damit ist der Tiamat leider schon voll. Okay, da muss halt Lorenzo leider diese Runde kurz mal aussetzen. Ich hoffe einfach mal, dass das keine Fehlentscheidung ist. So. Aber wenn die Sache klappt mit dem guten Papa Vader, dann haben wir sowieso jemanden, der jetzt hier richtig krass zulangen kann. Probieren wir es mal. So, das Ding ist, da muss auch noch weiter fliegen. Wo war ich denn jetzt hier noch nicht?
Ah, da unten hat sich jetzt was aufgetan. Das gucken wir uns natürlich an. Oh, und jetzt haben wir die fortgeschrittene Zerfetzer-Technologie. Nach sorgsamer Analyse und einem Vergleich der Waffenfunde von New Jericho und den Jüngern von Arno konnten die anaeroben Bakterien, die von den Jüngern zur Verbesserung der zerfetzenden Schrotflintenpatronen verwendet werden, effizienter eingesetzt werden. In Raketen und Granaten. Feldversuche haben gezeigt, dass diese Art der Bewaffnung die Panzerung und Pandoraner Exoskelette mit Leichtigkeit auseinandernehmen kann. Die daraus resultierenden Waffentypen stehen jetzt in allen Fabriken zur Produktion bereit. Das hier ist dann also Ragnarök. Ein Schredder-Raketenwerfer von Phoenix. Dann noch Stoß, Zerfetzen, okay. Dann haben wir hier die Ragnarök-Rakete und die Mjölnir-Granate. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir produzieren das ja gerade eben noch gar nicht. Das ist, glaube ich, Heavy-Gedöns. Da, Ragnarök. Bauen wir nochmal in die Ragnarök-Rakete. Das ist auch so ein Rückenteil, ne? Wo ist Mjölnir? Ihr seht nur mal, das Zerfetzen ist... Wow, krass. Warte mal, das schieben wir jetzt mal alles weiter nach oben. Weil ich glaube, die Mjölnir-Granaten, die können echt... Die könnten es echt reißen, Leute. Die könnten echt was wert sein. Wie weit sind die denn hier? Angriffsstärke 4. Gucken wir mal, ob das stimmt. Drückt uns die Daumen. Angeblich ist das nicht so gefährlich. Vielleicht haben die sich schon selber drum gekümmert. Aber wir kommen jetzt halt einfach dazu, ne? Und stehen am Rand, machen Cheerleader. Go, go! Ihr könnt es schaffen. Chaka und so. Extra Einsatz. Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher, ob das nicht sogar schon eine veraltete Meldung war. Oh, warte mal, ich habe es weggeklickt. Schade. Boah, wie geil. Beim nächsten Mal gucken wir uns das Teil an. Niedrige Gefahr. Aber eine Skylla läuft hier rum. Und da läuft ein Tentakulon-Tellerkopf rum. Oh mein Gott. Regeneration. Er hat eine Ares. Flinkes Bein. Keine Ahnung, ist das ein Roundhouse-Kick? Fähigkeit Regeneration und stummes Echo. Alle Waffenangriffe sind stumm. Aha! Das klingt ja mies. Das klingt ja echt mies und fies. So, Moment, warte mal, wo ist jetzt hier Papa? Oh, warte mal, erstmal können wir mal mit dem Auto rumfahren. So, why not? Das Ding abzufahren kostet 2. Das heißt, ich kann jetzt auch ohne Probleme einfach mal die 2 davor fahren. Genau, fahr alles platt, Junge. Was? Feind gesichtet? Oh, du hast das halt einfach mal nochmal eingesehen. Lass das Ding jetzt hier einfach tanken. Ruhig mal, was siehst du da? Da siehst du nicht viel. Genau, jetzt spray den Jungen weg. Ist irgendwie ernüchternd, oder? Ich finde das sehr ernüchternd. Warte mal, was siehst du denn von ihm? Ja, viel weniger kann man auch kaum sehen. Identifying target. Bumm. Ich glaube, der hat's hinter sich. Ja, der wird's hinter sich haben. Keine Frage. Du kannst auf jeden Fall noch diese Türme schleudern, wenn du noch einen Punkt übrig hast. Das finde ich äußerst erbaulich. Das heißt... Aber ich kann ja auch hinter dem Auto in Deckung gehen, ne? Atron wird ja dann ihn nicht sehen. Wisst ihr was? Lasst uns das mal ausprobieren. Einfach mal nur so. Keine Ahnung, Spielstand speichern, LP 68. So lange machen wir das schon, ey.
Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich gehe einfach mal jetzt mal wirklich dahinter. Und nutze jetzt das Fahrzeug ganz klassisch als Deckung. Vielleicht funktioniert das ja. So. Ich sehe die Sküller. Rumpf. Bein. Arm. Ich habe einen dieser komischen Grabscher gerade eben getroffen. Info? Was ist auf jeden Fall diesen komischen Nebelwerfer? Okay, okay. Gut, keine Ahnung, für was diese Arme da sind. Dann nochmal schießen ist nicht. Ja, dann kannst du dich eigentlich nochmal sogar noch einen Schritt zurückziehen. Du. Was mache ich mit dir denn? Kannst genau das gleiche machen. Da hingehen. Die Frage ist, was. Ich kann denselben Arm, wenn ich Glück habe, treffen. Und getroffen! Das hat sogar irgendwie mehr kaputt gemacht. Das ist irgendwas Zentrales beschädigt. Boah, das Ding blutet dann für 30 wegen so einem Arm? Okay, die Arme sind echte Schwachstellen von den Viechern. Halten wir das mal fest. Und hier würde ich jetzt ganz, ganz gerne ihn so nah wie möglich an die Skylla ranbringen. Ja, da komme ich momentan noch nicht ran. Okay, wir rennen jetzt ebenfalls hinter das Ding. Let's roll. Ich meine, für irgendwas muss das Scheißteil ja gut sein. Rot geblutet. Krabbel, krabbel, krabbel. Mhm. Das Gute ist, das Auto interessiert das nicht wirklich. Ich meine, ich hätte auch die Leute zuerst ins Auto reinpacken können, ne? Das kann man auch tun. Angeblich war die Feindstärke 4. Das heißt, es durften dann alle gewesen sein, alle 4. Aber ich glaube da nicht dran. Das könnte sogar tatsächlich stimmen. Was sehe ich denn? Ich sehe den anderen Arm noch. Komm, dann machen wir den auch noch weg. Ich habe nichts dagegen, diese Skylla einfach wegzuknallen. Wäre dann ein Problem direkt mal weniger. So, Nummer 1. Fuck! Stimmt, Loki hat zu wenig Oh, nee, daran habe ich nicht gedacht. Ja, dann hätte ich mir das sparen können gerade eben. Loki hat nicht genügend Willenskraft. Ja, komm, du fährst dahin. Zeigst jetzt gleich mal dem Kollegen da, was du von ihm hältst. Überraschenderweise weniger Schaden gemacht als gedacht. So, was siehst du? Ach nee, du kannst ja gerade eben nichts mehr tun. Genau, was ist mit dir? Ich werf jetzt auf jeden Fall mal so einen Turm dahin. Der wird dann nachher mal anfangen zu ballern und dann ist gut. So, du gehst da noch hin. Oder ne, ich ziehe mich besser zurück. Muss nicht sein, dass ich jetzt hier noch Leute verliere. Aber warte mal, ich sehe hier tatsächlich den da, so wie es aussieht. Jawohl, der ist weg. Damit kann ich leben. Sehe ich von der Skylla, sehe ich ihren Arm. Ich möchte den anderen Arm von der Skylla wegbekommen. Und da aus müsste das möglich sein. Yo. Ich habe irgendwas anderes getroffen. So, warte mal, wir machen jetzt Folgendes, Leute. Ich mache jetzt Adrenalinschub. Momentan kostet das alles 3. Holy crap, okay, das kann ich nicht mehr machen.
Der Charakter ist verwirrt und hat nicht genügend Aktionspunkte. Aha, okay. Aber ich kann jetzt hier hinrennen und dann immer noch schießen. Tatsache. Okay, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht mit dem Virus. Ja, okay, wir haben einmal getroffen und damit einmal Virus gemacht. Okay. Das heißt, wenn wir näher rankommen an so ein Vieh, dann macht es auch deutlich mehr Rums. Ne, ich habe sogar getroffen. Ich habe das Bein noch zusätzlich getroffen. Also die Wunde, die ich verursacht habe, die war irgendwie dieser zentrale Treffer. Irgendwas habe ich im Zentrum getroffen von dem Vieh. Und da kam noch die Extrablutung. Der Arm macht nur 10. Zu wissen. Was auch immer da gerade eben schießt. Das klingt so wie ein, wie ein Triton. Oh. Bestimmt nicht cool, du zu sein. Lums. Ja, wir wussten, dass das passieren würde. Wir wussten es alle. Und deswegen werfen wir jetzt da auch nochmal Turm. Weil diese kleinen Krabbelfiecher, die werden jetzt auf uns zukommen. Wir ziehen uns einfach jetzt mal derweil hier aus diesem komischen Nebel zurück, der uns ansonsten jetzt immer mehr Trouble macht. Der berühmte Trouble-Nebel. Aber immerhin kommen jetzt hier keine weiteren Nebelprobleme auf uns zu. Hier reinfahren kann ich nicht. Aber ich kann schon mal hier hinfahren und mir mal anschauen, was diese kleinen Scheißviecher da tun. Ja, ich weiß, dass die da sind, deswegen fährst du da ja hin. Ach, weißt du was? Schieß einfach drauf. Das ist der Wahnsinn, wie krass man daneben ballern kann, ne? Boah, ey, diese. Also die Waffen von New Jericho sind. Also ich weiß, manche von euch mögen sie wegen der Durchschlagskraft, aber ich halte sie einfach nur für Mist. Das ist einfach nur Mist. Und bumm. Das ist was Brauchbares. So, zieh dich zurück. Nicht, dass du irgendwie noch einen Facehugger bekommst. Die sind schon tot. Es gibt einen noch da drin. Ah, es ist doch ein Artron. Okay. Es hat sich selbst getroffen mit dem Granatwerfer. Tja, der dümmste Artron der Welt. Ah, da ist noch mehr. Okay. Dann gibt es da also auch doch nochmal einen Triton. Soviel zur Behauptung, Feindstärke 4 war wohl eher eine Schätzung. Da ist noch einer. Sind schon 6. Jetzt hat sich das System schon um 50% geirrt. Beziehungsweise die Feindaufklärung. Ein Irrtum von 50% halte ich dann doch schon langsam aber sicher für diskussionswürdig. So. Gehst jetzt da rein. Ich habe den tatsächlich gesehen. Okay. Sehr gut. Weiß, dass der da ist. Der Witz ist, ich weiß es doch. So, du rennst darüber. Du rennst auch darüber. So, kann ich mit dem Auto von außen ranfahren und irgendwie draufhalten? Nein. Doch, warte mal, von hier aus könnte ich's. Probier's mal. Ja, ich habe ihm immer ein bisschen Schaden gemacht. Aber ich fürchte auch, dass ich gerade den Generator gehittet habe. Na gut, warte mal. Ne, Spinnendrohnen. Will ich Spinnendrohnen raushauen?
Jetzt mal da eine Spinnendrohne hin. Es schadet nicht, sie losgeschickt zu haben. Aus irgendeinem Grund ist er auch nicht mehr unsichtbar. Ne, springen ist tatsächlich etwas, was jetzt hier schneller geht. Ich springe erstmal hoch. Und dann können wir da drin landen. Das scheint hier noch ein bisschen länger zu dauern, Leute. So, genau. Können Sie ein paar Schritte laufen. Nächste Runde vielleicht sogar da runterballern. Dann würde ich aber mal sagen, ich lasse es jetzt hier noch durchtickern, verabschiede mich allerdings schon mal von euch und sage danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade. Yeah.